Besseres als eine Knarre. Das war's. Ich lerne schnell. Sie sich nicht wie jedes Mädchen ein Pony wünschen können. Die Archive erwähnten keine Symbionten. Okay. Ist keine Katze mehr, ich rede jetzt einfach weiter. Gerade eben habe ich mich nicht aufgenommen, weil ich mich stumm gestellt habe. Ich bin natürlich mega gut drauf heute. Und ich schieße es mal daneben. Entschuldigung, und jetzt kriegst du erstmal auf die Fresse. Aaron Black, gerade eben gegen den wir gespielt haben, ist der neue Charakter. Genauso wie Farrah und Thor. Also Farrah Thor nennt sich. Oh. Und jetzt sind wir an der Reihe. Spiels ist einfach krank. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das, die Kleine kann man ja gar nicht angreifen, stimmt. Im Prinzip schon, aber. Die ist ziemlich schön unterwegs. Sehe ich da durch, mein Freund. Ja, ist gut, ist gut. Jetzt kassierst du, Brudi. Erwischt. Headshot. Vielleicht hatte ich die doch mal ein bisschen mehr. Ja, vielleicht. Ich gerade so auf dem PC. Okay. Ich musste gerade. Dann das scheiß Fatality kannst du dir in den Arsch stecken, Mistvieh. Der Junge, hör auf. Jetzt, fall doch hin! Jetzt, die Attacke habe ich jetzt viel hintereinander, glaube ich, ausgeführt. Ich würde gerne mehr über dich erfahren. Leider bist du irre.
Bei euch alles klar? Die Erdenreichler, ja? Diese hier muss mehr über eure diplomatischen Methoden lernen. Wir müssen Kotal Kahn sprechen, General Blake. Ihr mischt euch in die Außenwelt ein. Darauf steht der Tod. Das hat hier Methode. Da wir aber die Verträge von Reko ehren, werden wir den Imperator befragen. Ihr wartet hier. Willst du die Gelegenheit nutzen, uns zu sagen, was zur Hölle das sollte? Ich frag mich schon, warum du einen Krieg für einen Brotdieb riskierst. Nicht alle Diebe sind unbelehrbar. Es hat mehr sentimentalen als finanziellen Wert. Dennoch würde ich es bevorzugen, wenn du es nicht stiehlst. Es ist ein Familienerbstück. Eines, das euch nicht zusteht. Deine Familie gab es mir als Erinnerung an deinen Cousin Lao. Nach seinem Tod. An dem ihr schuld seid. Für euch kämpfte er gegen Shao Kahn. Ihr habt nur zugesehen, als er ihm das Genick brach. Du gehst zu weit, Kong Jin. Nein. Nicht weit genug. Ja. Und ich habe mich natürlich wieder stumm gestellt, weil ich einfach geil bin. Ja. Der Cousin gegen den Raiden hat natürlich das von seiner Familie geklaut, oder beziehungsweise hat sie geklaut zurückgenommen. Er wollte es einfach haben. Hat er natürlich auch ein Recht darauf, wie ich finde. Ja, ist gut jetzt. Raiden! Eigentlich mag ich Raiden, eigentlich will ich gar nicht gegen ihn kämpfen. Aber trotzdem hat er es gerade verdient. Ich soll immer aufhören, mir auf die Fresse zu hauen. Dafür habe ich keinen Bock drauf. Ist gut jetzt. Das. Das. Okay, Fresse. Jung. Hör auf. Oh, Headshot. Und wieder Cutscene. Ich stelle mich wieder stumm. Und ich stelle mich danach natürlich wieder nicht mehr stumm, weil ich gut bin. Lass mich gehen. Das Blut des Kung Lao, Nachfahre des großen Kung Lao. Ein gewöhnlicher Dieb. Glaubtest du, du könntest einfach in meinen Tempel marschieren und wieder hinaus? Ohne meine Zustimmung? Ihr wolltet, dass ich euch angreife. Wieso? Um deinen Zorn freizusetzen, dich der Vernunft zugänglich zu machen. Ich fühle mich wie ein Idiot. Selbstmitleid war schon immer ein eher unglücklicher Teil deiner selbst. Ein hellerer Pfad liegt voraus. Einer, der deine Vorfahren wirklich ehrt. Der deiner würdig ist. Geh auf die Wuxi-Akademie. Werde ein Shaolin. Wie schon Kung Lao vor dir. Ich kann nicht. Sie werden mich nicht... Sie interessiert nur, was in deinem Herzen ist.
nicht was dein Herz begehrt. Es ist zu spät für mich. Es ist nie zu spät, Kunjin. Euer Bericht über Flüchtlinge ist beunruhigend. Ihr Exodus in das Erdenreich war mir nicht bekannt. Aber ich weiß dies. Ich habe niemanden aus dem Erdenreich eingeladen und ganz gewiss niemanden, der die Vollstreckung eines Urteils unterbricht. Vielleicht seid ihr ja Verbündete Melinas. Vielleicht brachte ihre neu gefundene Macht ihr neue Freunde ein. Freunde? Nein. Nein, wir wissen nicht mal, ob sie wirklich Shinnoks Amulett hat. Sie setzt Shinnoks Amulett gegen mich ein? Von dem das Erdenreich geschworen hat, es wäre sicher, als der Außenwelt eine Teilhabe verwehrt wurde. Wir wurden angegriffen, nicht die Außenwelt. Kotal Kahn, das Feuer, das in der Sonne brennt. Wir sind hier, weil wir eure Sorgen wegen des vermissten Objekts teilen. Wir respektieren eure Herrschaft. Zumindest ein Erdenreichler schmiedet Wörter wie Silber. Aber wie sagt man im Erdenreich gleich? Man findet mehr Ehre unter Dieben als Diplomaten. Ich hatte die zweifelhafte Ehre, beides zu sein. Aber ich sage die Wahrheit. Ihr seid Verbündete Melinas. Vollstrecke das Urteil. Kotal Kahn, nach dem Recht der Außenwelt fordere ich meine Verteidigung ein. Im Combat. Was? Du willst ein Duell? Um uns von allen Anschuldigungen zu entlasten. Wird das Recht verwehrt, bringt das Schande über den Ankläger. Du kennst dich gut aus. Wisse auch, das Duell endet mit dem Tod. Du hast nichts gewonnen. Nur ein paar Sekunden mehr zu leben. Ich muss sagen, ne? Kung Jin hat ganz schön drauf. Gegen den Imperator. Dich jetzt hier irgendwie antreten zu wollen. Ja, der hat schon was, ganz schön was drauf, der Jung. Also, Jung meine ich jetzt mit Kotal Kahn, weil der ist schon echt hart. Aber gegen ihn zu spielen ist besser als was ich vorher mit ihm gespielt habe, oder als er. Also ich rede jetzt von Kotal Kahn, weil ganz ehrlich, Kotal Kahn, es ging zum Spielen, aber es ist nicht auf Dauer. Wäre glaube ich nicht gut gegangen. Alter, scheiße. Ach, ist gut jetzt. Fress Pfeil, Fress Pfeil. Und jetzt Fress X-Ray. Zack. Jeder normale Befehl würde danach nie wieder leben. Was ist denn nie wieder? Er würde gar nicht mehr leben. Was du für jetzt Fernkampf hast. Ja, Junge, es reicht. Ja, ganz schön viel Damage gemacht. Okay, jetzt wird's Zeit. What? Alter, der Pfeil macht einfach mal überhaupt keinen Damage. Och, Alter, Junge, ist gut jetzt. Hab dich mal nicht so. Ich wollte jetzt hier mal einmal ein bisschen was auf die Fresse bekommen. Warum denn gehen wir zum X-Ray? Ich dachte, ich hätte getroffen. Okay, Cutscene. Und nun, Imperator? Alle Anschuldigungen sind nichtig. Ich verkünde hiermit, dass das Erdenreich der Außenwelt keinen Schaden wünscht. Jetzt töte mich, bring es hinter dich. Du wirst doch nicht wirklich. Statt eures Lebens will ich eure Dienste.
Wenn Melina das Amulett wirklich besitzt, können wir es einfacher erlangen, wenn wir zusammenarbeiten. Imperator, man kann Ihnen nicht trauen. Devora, kannst du es nicht verstehen? Ich schulde es Ihnen. Ihr ehrt uns, Kotal Kahn. Unsere Dankbarkeit ist so groß wie der Ozean. Ich spreche mit General Blade. Berichte ihr über die neue Abmachung. Danke für die Meldung, Sergeant. Bleiben Sie bei Kotal Kahn. Wir klären die nächsten Schritte, sobald wir Kano gefasst haben. Ja, Ma'am. Case Ende. Er ist noch hier. Ich fühle es.